Lange Rede, gar keinen Sinn. Heute machen wir ein schönes Gericht für euch. Wir machen heute einen Crazy Cock. Ihr wollt wissen, was das ist? Dann würde ich sagen, dranbleiben. Wir haben hier ein paar Zutaten. Wir haben hier zwei Chicken, unterschiedliche Farbe, Solarium, Kartoffel. So, dann haben wir zwei Hähnchenhalter. Was braucht man das? Ich weiß. Ich tue es mal weg. Okay, das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier eine Gewürzmischung. Wir sind gerade am testen, welche Gewürzmischung wir irgendwann auf den Markt bringen. Ja, wir testen schon vorher, weil wir gesagt haben, gewisse Abonnentenzahl und dann werden wir eigene Gewürze rausbringen. Wir brauchen natürlich dann noch einen Gewürzhersteller, wo uns das dann umsetzt, aber wir wollen eigene Gewürze und drum testen wir. Drum keine Verpackung. Hier haben wir ein bisschen Orange Juice, 100% Saft. Cola Zero, warum Cola Zero? Na, guck uns zwei an, drum brauchen wir gar nichts mehr sagen. Und eine Schüssel. Ganz einfach, warum habe ich einen Handschuh an? Weil ich habe die vorher aus der Verpackung raus. Und da brauche ich jetzt auch der zweite schon mal dazu. Und jetzt werden die erstmal mariniert. Ganz wichtig, unser Chicken wird mariniert. Ach, und wo machen wir das Ganze natürlich? Auf dem Smoker von Moesta. Wir smoken heute. Also wir haben eine Temperatur eingestellt von 160 Grad. Also der ist gerade am Hochheizen. Aber wir wollen smoken. Das heißt, unser Hähnchen kommt drauf, dauert circa 1,5-2 Stunden sowas, roundabout, Kerntemperatur 75 bis 80 Grad. Ja, weil unsere Kinder und unsere Mädels essen das bei 80 Grad. Also falls da Diskussion kommt, die wollen das so und drum werden wir das auch so tun. Jetzt würde ich aber sagen, wir stellen jetzt einfach mal das Smoke ein. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir drücken auf die Smoke-Taste, können hier die Zeit auswählen, wie lang. Und da wir schön vor uns hinräuchern wollen, machen wir 30 Minuten. Jetzt fährt er mit der Temperatur wieder runter. Ich glaube auf 80, 90 Grad. Ich bin mir gar nicht so sicher, werde er nachher sehen. Und dann fängt er an zum Smoken. Drum habe ich es gleich eingestellt, weil jetzt bereite ich das Hähnchen vor und dann können wir schön smoken. Hähnchenhalter, werden wir euch unten verlinken. Das sind nicht mal so teure, die habe ich schon jahrelang. Die tut es genauso, die sind super, können wir in die Spülmaschine schmeißen. Bombe die Teile. Und die haben den Vorteil, muss ich sagen, die Öffnung ist nicht so klein. Also es gibt welche, da sind die voll groß und fett, da kriegt ihr immer die Dinger hier nicht drüber. Und da sind sie einfach schön klein, halt wie ein schöner Deutscher. Also klein halt. Hier eine Schüssel und ihr merkt schon, da kriegen wir jetzt nicht beide rein. Drum machen wir die einzeln. Sunflower-Öl, tun wir ein bisschen so rein. Und jetzt nehmen wir unser Hähnchen und wurschteln es durch. Wenn ich jetzt klug gewesen wäre, hätte ich das Öl drüber laufen lassen. Aber gut, das mit dem Klug war noch nicht so meine Stärke. Jetzt nehmen wir unser Gewürz und marinieren die. Müssen wir sparsam sein, wir haben gar nicht so viel gemacht diesmal für uns zum Testen. Aber das soll unser Chicken-Gewürz werden. Der wäre jetzt mariniert und ich habe es jetzt gerade verkackt ein bisschen, weil ich will die ja gleich da draufstecken und da muss natürlich Flüssigkeit rein. Gordon, könntest du mir bitte das öffnen? Beides? Danke. Sehr gut. Wir machen Hälfte, Hälfte, Hälfte Orangensaft. Siehst du es? Und Hälfte Cola. Da werden die Hähnchen von innen richtig schön saftig. Jetzt nehmen wir es und stecken das drüber. Also hier ist eine Öffnung. Zur Not müssen wir die Öffnung auch ein bisschen aufdehnen und dann drüber stecken. Und jetzt merkt ihr nämlich gleich, wenn der nämlich nicht so groß ist, der europäische oder der deutsche, dann passt er nämlich schön da drauf. Guckt mal an, so wollen wir das. Geiler, so sieht der schön aus. Da können wir die Beinchen, also die Füße sind fast so wie beim Gordon und bei mir von der Proportion. Also sieht fast so aus, aber tipptopp. So machen wir es jetzt mit dem anderen. Mit dem Dickbutter hier und dann werden wir schon weitermachen. Wir haben den Vorteil, da wir das im Smoker machen, grillen wir das indirekt. Also kommt nicht brachiale Hitze drauf, also wird das Ding euch jetzt nicht verbrennen. Wenn ihr es auf dem Gasgrill macht und ihr rechte und linke Brenner anmacht, müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Macht ihr nicht volle Hitze, weil sonst verbrennt euch die Marinade. Also ganz, ganz wichtig. Und der ist ein bisschen eng da unten. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Eigentlich könnten wir bei OnlyFans anfangen. Bisschen eng, nur mal den. Bisschen, pff, geht's schon. So, und drüber. Der Gute. Aber der ist, zick, boah, der ist, der will nicht so. Okay, lass mal so.
Schön. Von der Höhe haben wir kein Problem. Müsst ihr nämlich gucken, wenn ihr jetzt im Gasgrill macht, zum Beispiel mit dem Gordon hier, den Kuh, schlag mich tot, wie der heißt, von Weber. Da habt ihr das Problem, dass er da fast nur einen reinkriegt und der zweite wird schon nicht mehr gehen von der Höhe. Und vom Indirekt wird es dann auch ein bisschen blöd. Also wenn ihr einen normalen habt, rechts, links an, ein bisschen runterdrehen, könnt ihr beide reinstecken. Alles kein Problem. Nur der Deckel muss von der Höhe aufpassen. Im Holzkohlegrill könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr braucht einfach eine indirekte Zone. Wie ihr das macht, gibt es auch Videos von uns. Gibt es das eigentlich von uns? Nee. Nee, okay, es gibt kein Video, fällt mir gerade auf. Aber das können wir eigentlich mal machen für den Winter, so indirekte Zone. Aber wir grillen zurzeit ja auch nicht im Holzkohlegrill, egal. Wir warten jetzt, bis der anfängt zum Smoken. Nee, sobald die Zeit hier losläuft, da, die 30 Minuten, dann fängt er an zum Smoken. Schön in den Rauch legen. Nummer 1. Dann kommt der ist schon ein bisschen fetter, der ist schon ein bisschen zickig gewesen auf dem Ding drauf. Aber nichtsdestotrotz, ist er auffällig. Guckt euch die an. Ah, von der Höhe fast. So, schaut euch mal an. So bleiben die jetzt. Jetzt mache ich, würde ich sagen, Deckel zu und dann fängt er schon an zum Smoken. Circa 1,5 Stunden. Wir messen Brust 80 Grad. Dann sehen wir uns wieder. 1 Stunde und 30 Minuten später und jetzt guckt ihr einfach mal rein und genießt. Wir haben eine Temperatur von fast 180 Grad. Wie gesagt, wir haben hochgedreht, weil wir wollen auch, dass es schneller geht und geiler wird. Und jetzt guckt euch das an. Jetzt messen wir natürlich, ganz wichtig bei Hähnchen, messt es bitte wirklich. Ich finde es total schlimm, wenn jemand sagt, das hat 70 Grad oder so und das ist perfekt und dann ist es so lapprig oder so. Ich mag das einfach nicht. Und meine Family, wie gesagt, mag 80 Grad. Und macht es wirklich, wie ihr Bock habt. Wenn jemand sagt, das ist zu trocken, aber du magst das so, dann ist es so. Ganz einfach, da gibt es keine Regeln, egal wer irgendwas sagt. Also, jetzt würde ich sagen, immer in der Brust reinstechen und stechen und messen. Ich würde sagen, guckt euch mal an, sehr, sehr geil. Es geht jetzt auf jeden Fall auf 80 Grad hoch. Jetzt gucken wir der große Vogel noch. Braucht ein bisschen länger. Ich würde jetzt sagen, wir holen der kleine noch raus, schneiden auf. Der große lassen wir noch kurz drin, vor sich hingaren. Dann ist der auch geil. Aber Handschuhe anziehen. Jetzt wird es nämlich echt heiß. Und jetzt passt er auf. Da drin ist jetzt Flüssigkeit. Wenn ihr kippt das Ding jetzt bitte nicht mehr. Wir machen das jetzt so. Wir schneiden jetzt mal ein Stück einfach von der Brust raus. Weil das muss ja richtig geil sein, die Brust. Und das wollen wir jetzt haben. Das heißt, wir schneiden jetzt einfach dann runter. Und guckt euch das an. Mega saftig, zart. So wollen wir das haben. Für einen ganz, ganz leichten Rauchring. So muss das sein. Sehr, sehr geil. Ich wollte jetzt aber sagen, bevor wir jetzt irgendwas machen, kommt der Gordon vor die Kamera. Macht nur ein paar geile Bilder zuerst und dann wird einfach probiert. Da ist der gute Mann. Ich schneide jetzt mal da durch, weil wir essen da noch nicht so viel, weil die Kinder warten drin und die schreien jetzt zum 5. Mal. Jetzt haben wir echt Druck. So sieht's aus. Hallo und jetzt wirklich. Crazy Cock. Mega geil. Mega geil. Und jetzt, ich habe schon probiert für einen Short. Ich finde es einfach mega geil. Mega saftig. Der Rub ist noch nicht perfekt. Da müssen wir noch dran arbeiten. The Rub. Der Rub ist noch nicht perfekt. Da müssen wir noch dran arbeiten. Das machen wir aber. Und wenn der perfekt ist und die Zeit reif ist, kommt auf jeden Fall was raus. Du nimmst irgendwie ein Hähnchengewürz deiner Wahl bisher, was dir gefällt, und machst es einfach so nach. Schmeckt mega geil. Richtig rauchig, richtig lecker und total saftig. So sieht's aus. Also, falls du uns noch nicht folgst, dann machst du das jetzt und dann sehen wir uns am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag wieder. Und zwar bei einem neuen Video von uns, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Das zweite Gericht ist im Kasten. Das, hier ist zwar nur ein Vogel drauf, der braucht nur kurz. Der zweite ist schon runter. Hier ist unser Targaryens Rache, ich weiß gar nicht, wie wir es nochmal genannt haben. Im Endeffekt ein Eisbein drin. Das dauert nur kurz. Mit Sauerkraut oben. Mega geil. Heute haben wir richtig Stress, weil wir essen, die Familien essen jetzt beide zusammen. Normal ist es ja immer so, dass wir freitags immer drehen und das Zeug dann eigentlich warm oder eingefrieren oder nächsten Tag dann essen und jeder isst dann immer extra. Wir essen, wir grillen schon zusammen. Aber meistens, wenn du drehst, und die drin warten, ist immer so, oh, die haben jetzt Kohldampf, du musst jetzt gucken, zack, 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 das muss jetzt rein. Das ist ein bisschen Stress. Aber alles gut. Wir haben jetzt die ersten Dinger drin. Ich hoffe, die Raubtiere werden jetzt ein bisschen ruhiger. Wir haben auch schon spät, muss man echt dazu sagen. Das ist schon mal so ein Kack. Und ja, wir werden jetzt auch noch reingehen zum Essen. Und das dauert noch kurz, drehen wir das ab und dann war's das.